Ein wunderschönes Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom Rush. Und wir machen direkt weiter mit Boss-Level-Upgrades und Heroes. Haben wir beim letzten Mal alles noch geklärt. Wer das noch weiß, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, Arschkarte, mein Freund. So, our troops gather around the Red Wizard Vetsnan's Tower. It is time for reckoning, time for the final fray. This is the ultimate battle for our kingdom's safety. Every step has brought us to this moment and there is no turning back. Now it's time to show our mettle. Joa, so sehe ich das auch. Genau, Vetsnan ist sozusagen dieser Typ, der uns von Anfang an angepisst hat, der unser Königreich hier zerstören will, der unseren König Denas hier tot sehen will. You will make a fine addition to my head collection, glaube ich. Habe ich jetzt nicht ganz lesen können. Habe mich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Was der da labert, das liest sich nicht immer vor, ey. Spasti kann uns ja gestohlen bleiben, ne? Genau. Dann machen wir da so einen hin und dann machen wir so einen hin. Hier auch. Da auch. Da kommen natürlich wieder Skelette. Das kennen wir ja noch, ne? Deswegen habe ich den da auch hingestellt, damit der da mitmacht. Der ist nämlich Fernkämpfer übrigens. Ja, sieht nicht danach aus. Ich finde es so lustig, wie der von den Typen getragen wird. Oh Mann, so ein richtiger König einfach nur. Voll geil. Naja, mal hier noch einen hin. Na, was die Dinger hier sind, das seht ihr später. Dann machen wir hier sowas hin und dann hier sowas. Magier kann man nie genug haben eigentlich. Und dann würde ich hier noch so einen hinstellen und hier noch so einen. Und dann haben wir eh schon alles gebaut, was man bauen kann. Und dann sind alle happy. So. Direkt schon mal hier absichern, damit dann nicht gleich die Skelettarmee kommt. Also ich habe dann nämlich ehrlich gesagt immer Bedenken, dass die mich da überrennen. Was ja auch nicht selten passiert. Deswegen habe ich hier auch schon den Bogenschützen upgradet, damit der da auch mit draufhauen kann, falls es nötig werden sollte. Und die sollten eigentlich noch machbar sein hier, die Banditen und die... Oh Gott, da kommt direkt ein Nekromant, ernsthaft? Boah, erstmal direkt wegsnacken hier. Kann ja auch voll vergessen hier. Direkt einen Nekromant reinhauen, das ist nicht schön. Und da passiert genau das, was ich, befürchtet hatte. Die überrennen einen, beziehungsweise mich. Wie man sieht, der King Denas, der wirft einfach mit allem, was ihn sozusagen... Ach du Scheiße. Gar nicht drauf geachtet. Ha. Wieso sind die denn so schnell tot? Die sind doch gerade neu gespawnt. What the fuck? WTF? Die sind gerade... Ich habe die gerade geupgradet. Die sind direkt wieder tot gewesen. Oh Gott, ey. Nee, du. Ah, der wirft einfach mit allem, was er vor die Linse bekommt, was halt gerade so rumliegt, ne? Deswegen finde ich den richtig cool. Das ist einer meiner Lieblingshelden, aber mehr nicht wegen der Stärke unbedingt, sondern vielmehr wegen, weil er einfach nur lustig ist. Vor der Troller halt. Vor der Tröllinger. Und das ist eine Spezialfähigkeit, das hat man gerade gesehen hat. Das ist dieses Kanonenfeuer, soll es glaube ich sein. Ja, ich kenne die Fähigkeit jetzt nicht und man kann sie auch leider nicht mehr nachlesen. Aber ich finde das richtig cool, ja. Das ist richtig cool. So, dann haben wir jetzt auch ein kleines Problemchen mit den Gargäuschen hier. Gefällt mir auch nicht so gut, dass die hier wieder mal nicht sterben wollen. Ey, was ist denn das immer? Boah, bei den ersten Waves habe ich jetzt in letzter Zeit richtig fett verkackt. Ich weiß nicht, was los ist. Hab's nicht mehr so drauf wie früher, wie es aussieht. Meine Veteranentage sind vorbei. Mal upgraden hier. Also mit dem Tower gerade, ey. Echt, ich hatte mich drauf verlassen, dass die halt tot sind, ne? Weil ich meine, gerade frisch upgraded, die waren direkt wieder down. Das war halt schon ärgerlich. Da machen wir hier mal instant Bombenhagel, damit der niemandem mehr ein Schild geben kann. Der alte Spasti. Oh nein, mein Freund. Oh nein. Du bleibst schön weg von deinem Damn Lord. Nicht du. Boah, wie der einfach immer stehen bleibt. Man kann die Viecher nicht von ihm weghalten. Vor allem, weil die auch noch schneller sind als er, ne? Das ist so richtig ärgerlich. Aber jetzt ist er... Komm schon, gib ihm. Erstmal nochmal ein Schild geben und jetzt ist er...
Sehr schön down. So, kommt da irgendwas Schlimmes? So, ne, da kommt gar nichts Schlimmes. Ich find's immer so krass, die erste Wave ist irgendwie immer voll heftig und die nächsten dann mehr so Low-Bobby-mäßig. Low-Bobby-mäßig, ey. Ja, aber es ist echt so. Und genau wegen der Fähigkeit stehe ich den auch dahin, wie ihr hier unten seht, weil die da alle auf einem Fleck spawnen. Und im Endeffekt kann ich dann einfach, macht der dann einfach seinen Skill und die kriegen dann fetten Damage. Der Damage, den der macht, der ist echt relativ gut. Problem ist nur, im Nahkampf bringt er nicht so viel, weil er hat halt kaum Leben. Macht nicht weniger Schaden, aber hat halt kaum Leben. Das ist echt ein bisschen blöd in dem Fall. Aber ansonsten ist der echt relativ cool, finde ich. Jetzt graden wir den auch nochmal ab. Und was kommt da? Banditen, Marodeure, Bridgens. Da kommt nochmal genau das gleiche. Ja, kurz noch warten, bis die da hier so ein Stückchen weg sind. Von der Hauptlane. Und weg die Scheiße. So. Jetzt stirbt er leider zum ersten Mal. Aber ich sehe jetzt keinen wirklichen Grund, den zu retten, weil es spawnt eh gleich wieder und ja, hat es nicht wirklich jetzt nötig. Also hier unten ist jetzt nicht gerade irgendwie Tohu Wabohu, sondern ist eigentlich gerade ein bisschen gechillter. Ja, perfekt. Jetzt greift der da auch noch an. King Denas lebt wieder. Jetzt kämpft er wieder gegen so einen schwulen Skelett-Barrier. Da stirbt er jetzt wahrscheinlich direkt nochmal. Schade. Aber so viele Skelette, die überrennen einen einfach. Das ist echt scheiße. Aber der tut da schon einen guten Dienst, muss man auch dazu sagen. Also, der sorgt da schon dafür, dass da nicht zu viele durchkommen. Problem ist eigentlich echt nur die Skeletten-Barrier, weil die halt echt richtig krass stark sind. Muss man einfach mal sagen, ne? Deswegen halte ich den hier auch direkt mal wieder auf. Weil der mir ziemlich ans Bein pisst, gerade der Kerl. Okay, jetzt müsste da unten eigentlich wieder geklärt sein. Ja, ich wollte mir eigentlich nicht... Moment, was kommt denn da? Das ist so... Achso, das ist wieder zweimal das Gleiche. Ja gut, dann setze ich das jetzt hier hin. So. Perfekto. Perfekto. Und, na gut, kurz noch warten. Wobei, eigentlich ist ja nichts mehr da. Hier noch, upgraden, 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 upgraden. Schön upgraden. Ah, die da oben lasse ich mal so. Ich meine, die rennen da eh durch die Gegner. Da bringt nichts, hier da oben die Baracke zu upgraden oder die Artillerie. Ja, wobei die Artillerie schon. Aber die Artillerie beispielsweise nicht. Die macht halt, die macht schön ein bisschen Schaden. Die hittet die so ein bisschen an. Das ist nicht schlecht, dann kommen die nicht mit vollem Leben hier runter. Baracke wäre da oben natürlich auch nicht schlecht, dann würden die noch ein bisschen aufhalten. Ich meine, so. Ich meine, gut, sehr viel Schaden ist es jetzt nicht, aber ein bisschen was schon. Und wie ihr jetzt seht, das spawnen einfach neue Gegner. Ja, mehr ist es nicht, sozusagen ein Beschwörungspentagramm. Kennt man vielleicht von Supernatural. Da meinen die ja auch immer so ein Pentagramm, wenn die Dämonen beschwören wollen oder sowas. Ja, genau, davon kennt man das. Ist natürlich auch logisch, dass dann Dämon-Spawns rauskommen, wenn da Dämonen spawnen. Hohoho. Dead Wortwitz hier. So. Wollen wir da unten. Ach du Scheiße, sind das wieder viele. Boah, der Schütze, der nervt. Okay, jetzt ist er weg. Nice. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen widerlich da unten werden. Halten wir mal den Skeletten-Barrier auf. Ich muss das Ding losschicken, weil ich brauche den Rain of Fire, sonst schaffe ich das hier nicht. Ich will ja nicht noch mehr Leben verlieren. Außerdem sind es ja nur... Ach, verdammt, ich dachte, es wäre ein Gargoyle. Scheibenkleister. Dann breaken wir das hier ab. Ah, es geht noch. Noch geht's. Es wird ärgerlich, wenn die da unten sind. Also wenn die hier sind, weil... da sind die ja noch mit den Skeletten beschäftigt. Übrigens, King Denas ist fast Level 10 schon. Und das in der 7. Wave. Oh, nice. Da meine Musketiere schön mir den Arsch gerettet. Komm schon. Greif doch die an, meine Freunde. Upgraden. Upgraden. Oh. Ach, wie die einfach nicht die Rocketeers angreifen jetzt. Los, geh down. Nice. Und der letzte auch. Nice. Sehr schön. So. Okay.
Das übrigens ist auch eine Spezialfähigkeit von King Dinas, da machen die mehr Schaden. Das ist dieses Aura of the King, heißt die, glaube ich, die Fähigkeit. Die ist wirklich richtig geil, muss man einfach mal so sagen. Ist jetzt was durchgekommen? Nee, nicht, ne? 18 Leben hatte ich auch schon vorher. Die macht den einfach einen Schadensbonus. Das finde ich richtig geil. Also die Tower, die da in der Nähe sind, die kriegen dann halt nochmal zusätzlich richtig schönen Schaden. Da oben ist mal schön die... Ach du Scheiße, da kommt noch ein dritter. Ah, sehr schön. Na egal, dann ist jetzt rechts einer. Ach, wir sind links drei. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist natürlich nicht so gut. WTF einfach nur. Das wird jetzt hässlich. Ich kann nur probieren, den da oben irgendwie zu töten noch. Damit es wenigstens nur drei sind. Das Blöde ist halt, dass die nicht angegriffen werden, weil halt die ganzen Skelette um sie herum sind und sie sozusagen beschützen. Das ist richtig nervig. Das ist wirklich richtig nervig. Jetzt setzen wir die mal da oben hin, damit der dauerhaft in den Kampf verwickelt ist. Dann geht der vielleicht auch irgendwann mal down. Und die hier unten rücken einfach ohne Verzögerung weiter. Weil jetzt sind sie von den Viechern gesplittet. Jetzt greift gleich der. Ja genau, jetzt greift er die nämlich schon an. Sehr schön, jetzt haben die schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Gleich kommt der Rain of Fire des Todes. Oh, der da oben ist tot, nice. Sehr schön. Die haben halt keine Rüstung, das ist halt auch der Vorteil. Ich stelle mal wieder da runter zum Magier und... Bam, 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 bam. Lol. Okay, jetzt ist er down. Teleport bitte. Porte die bitte zurück. Die machen mir zu viel Angst hier. Ja, das ist echt nicht schön. Weg mit denen. Der muss da nicht unbedingt auch noch hin. Ah, nice. Da kam der Teleport. Gleich mal upgraden. Damit er noch ein mehr teleportet. Aber jetzt passt es eigentlich. Na, jetzt ist genug. Die gehen auch so down. Jetzt leben ja auch die Baracken wieder. So, das ist richtig widerlich. Der kann nämlich mit seinem Zauberstab nicht nur Dämonen beschwören, sondern auch meine Tower blockieren. Sprich, mein Magier, meine Bogenschützen, meine Baracken, wenn er die blockiert, dann greifen die nicht mehr an und spawnen keine Bridgens mehr. Also die spawnen dann auch keine Soldaten mehr. Das ist richtig ärgerlich. Vor allem, weil er das später dann wirklich auch auf 5, 6 Tower gleichzeitig macht, ja. Das ist mehr als nervig. Und hier erstmal den Elemental beschwören, den habe ich voll vergessen. Au, oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Oh, 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 da wurden die einfach mal blockiert. Man sieht die Artillerie da oben, die macht einen guten Job. Wenn ich die upgraden würde, dann würde die da oben richtig was reißen. Oh, verdammt, sie wieder nicht drauf geachtet, ey. Aber mache ich jetzt erstmal noch nicht, ja, weil jetzt erstmal hier unten ist wichtiger abzugraden. So, das sehe ich auch. Oh oh, jetzt wird es echt ein bisschen widerlich hier. Ah, jetzt werden es ein paar viele einfach nur. Richtig widerlich viele sind das hier. Nee, nicht mein Magier hier unten. Bloß nicht mein Magier. Okay, ist nochmal gut gegangen. Ist nochmal gut gegangen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, nee. Direkt der Demon Spawn, Lord. Halten wir erstmal die Hunde hier auf. Mhm. Dann machen wir hier direkt einen Rain of Fire rein. Der Kerl... Oh, wieder nicht drauf. Boah, ey. Ich glaube, ich bin schon blind. Ich sehe das gar nicht mehr. Nee, 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 du. So, jetzt habe ich es gesehen. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Wetzner. Du mieser Sack. Ich grade jetzt gleich noch die Äxte ab, damit die Fernkampffähigkeiten hier haben. Stell die auch noch ein kleines Stück nach hinten. Weil die sonst nicht hier die Dämonen angreifen, die direkt vorhin spawnen. Weil sonst werden sie direkt in den Kampf verwickelt und dann können die da nicht richtig angreifen. Das wäre nicht so gut. Ah, nee, du blockierst hier gar nichts, so Sackgesicht. Lol. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, das ist mir schon öfter mal passiert. Zum Glück war die nicht abgegradet, nur einmal. Ne? Und zum Glück kriegt man beim Verkaufen noch Kohle raus. Das wäre schlimm, wenn nicht. So, jetzt aber aufpassen hier. Jetzt auch direkt den
Wobei, einen Ring of Fire brauche ich nicht unbedingt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Sehr schön. Oh, Mist. Scheiße, zu spät. Das upgraden, das upgraden. Okay, ist nochmal gut gegangen. Ach du Scheiße, da sind mittlerweile schon viele, die er da blockieren will. Puh, und das ist erst der 11. Raid. Kommt mir schon vor wie der 20. Erst 11. Wave, meinte ich. Raid mal die auch noch ab. Jetzt sind eh fast alle Tower auf Max-Level. Uff, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So. Bloß nicht catchen lassen von dem Sackgesicht. Wäre richtig ärgerlich. Jetzt kommen da die Dämonen durch. Dammit. Greif die Dämonen an. Also die Dämonen-Imps. Ah, kommt schon Berserker. Wofür habe ich das Axt-Upgrade gekauft? Oh, nice. Teleport. Ja, da kam der Teleport durch. Sehr schön. Okay. Kann ich direkt den nächsten noch schicken? Dann hier nochmal upgraden. Dann sind wir jetzt eh fast fertig. Fehlen ja nur noch die Artillerieteile und hier oben noch eine Baracke. So. Oh ne, das Stecken hier. Du blockierst mir hier nichts. Oh, Lava-Elementes. Aha. So. Da will er mich mit Lava-Elementes trollen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Oh. Dammit. Ich habe mich gerade am Arm gekratzt. Oh, Mist. Den habe ich wieder nicht gesehen. Weil der eh schon orange ist. Wie soll man das sehen, wenn der orange blockiert wird, aber schon orange ist? Das ist voll die gute Tarnung von dem. Das hat er mit Absicht gemacht. Er hat mich, nur das Ding kaufen lassen, damit er das blockieren kann. Boah. Langsam übertreibt das aber hier. Dammit. Dammit. Ja, brauchen wir aber keinen Rain of Fire, die sind ja extrem schwach, die Lava Elementals. Halten ja nichts aus. So, zwei sind eh schon fast tot. Dann können wir hier dann schon. Hier machen wir nochmal Äxte, Berserker. Dann grade mal das Ding hier ab, auch zum Tesla. So. So, Tesla steht. Sehr schön. Dann nur noch das Ding, dann sind wir fertig. Dann heißt es nur noch Special Abilities dazu kaufen. Was ja eigentlich auch nicht so lange dauert, beziehungsweise so teuer ist. So. Noch ist alles im Lot. Der Demon Lord ist auch fast tot. Oho, das hat sich gerimed. Und ich trinke jetzt einen Wine. Ja, yeah. Ich weiß, meine Rhyme-Künste sind unübertroffen. So. So. King Denas, wie sieht's bei dem aus? Der ist schon Ewigkeiten Level 10 und stirbt auch nicht mehr. Was ich mit großer Freude sehe. Hier machen wir eine dicke Bär. Ein dicke Bär, da machen wir da rein. So, erstmal die dicke Bärte blockieren, meint er wohl. Aber nicht mit mir. So, der braucht dann noch den Teleport, der hier. Das ist ganz wichtig, vor allem für die letzten Waves. So. Exakt. Dann. Ach du Scheiße, schon die vorletzte Wave. Ja, so lange ist doch nicht mehr Zeit, ne? Boah, der lässt mich nicht mal meine Sachen upgraden. Was ein mieser Sack. So, was kommt denn da jetzt eigentlich? Ja, Necromancer, dachte ich mir schon. Gut, dann nehme ich die jetzt wieder instant raus mit meinem Dings, mit meinem... mit meiner Rain of Fire. Hahaha, die Big Geberta macht da alleine einfach mal so eine ganze Wave von Demon Spawns weg. Bam! Peng! Ah. Wann kommen die Necromancer?
Das wäre jetzt noch interessant zu wissen. Der braucht noch das Gift. Na, gleich kommt der Endboss. Okay, da geht's schon los. Da geht's schon los. Wobei war eigentlich gar nicht klug, den anderen Necromancer zu blockieren. Und der geht down, sehr schön. Der andere, Half-Life. Nicht mal ganz. So, so, so. Oh, was ist denn da unten los hier? Nee, 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 Leute. So geht es nicht. Boah. Die Picke Bertha macht einfach alles alleine. Läuft. Ach du Scheiße, so viel kann man ja gar nicht mehr freiklicken. Wird langsam schwierig. Die Picke Bertha macht da richtig krass was. Ach so, nee. Das stimmt, jetzt kommt ja noch eine Wave und dann kommt erst der Endboss. Na gut, dann kann ich noch einige Tower upgraden. Alle bis zum Maximum werden es nicht schaffen. Na, der ist jetzt noch fertig. Ja. Wollte ich den noch fertig machen? Und was mache ich denn dann noch? Ah ja, genau, den Bogenschützen mit seinem Gift am besten noch. Und dann, ja, die Musketiere mit ihren Headshots wären eigentlich auch nicht so schlecht. Also erst noch den Death Ray, den Todesstrahl. So. Gut. Ja genau, da fehlt jetzt noch der Death Ray. So. Erstmal hier wieder instant den Demon Lord rauspiken. Leute, da sind zwei. Ernsthaft. Das sind drei. Okay. Alles klar, da sind einfach mal drei. Ups, das habe ich das Gift upgraded. Ich wollte erst ein Deathway. Schade. Ganz vergessen. Aber die dicke Bertha macht einen guten Job da oben. Einen richtig guten Job. Ah, schade. Und da wird wieder blockiert ohne Ende. Die da unten sind jetzt nicht so schlimm, weil da sind ja eh noch keine tot. Da können die ja noch nicht beim Spawn gehindert werden. So, der Frey steht da auch. Hm, boah, ist das widerlich mit dem Geklicke hier. Ah, wieder nicht geschafft, alle. So, der Frey nochmal Cooldown verringert. Mist, ich brauch den... Ihr wisst schon, Rain of Fire. Ja, ich brauche ihn unbedingt. Das schaffe ich nicht ohne den. Nice, und da kommt der Teleport. Sehr schön. Jetzt haben wir auch noch Zeit zum Respawnen hier. Perfekt. Oh, jetzt kommt da noch eine Skelettarmee. Ernsthaft? Ja, den Tester könnte ich auch noch upgraden. Das wäre auch noch wichtig. Hier noch dieses Routing rein, wo die Leute blockiert. Ja, genau. Das da. Okay, 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 okay. Aha, okay. Okay, jetzt passt's eigentlich so. Jetzt nur noch das, So, jetzt ist das fertig, das fertig. Dem fehlt der Teleport und der Death Ray. Na, das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Der hat das Routing zwar nicht gemaxt, aber passt schon so. Jetzt kommt gleich der Endboss. Jetzt kommt da gleich der Wetznan. Ist übrigens der Endboss, ja. Spoiler-Alarm. Huhu. War jetzt in 20 Sekunden eh da was. Spätestens. So. So, gib ihm. Los, Bicke Bertha, los. Los, King Denas, los. So. Oh, wieder kassiert einfach nur. Ah, er kriegt nicht genug Schaden, leider. Schon. Schwierig, alles gleichzeitig zu machen. Den Typen zu lenken. Und die Dinger zu befreien. Ah.
Schade. Nee, er macht nicht genug Schaden. Boah, lass mich doch Schaden machen hier. Muss zurück. Scheiße. Kommt schon. Oh, nice. Jetzt kommt noch so eine Rakete. Sehr schön. Das ist sehr schön. So. Nein, nein, nein! Kacke. Ist er tatsächlich gestorben? Schon stirb, du Hund. Und er ist down. So, er ist aber gar nicht down. Korrekt. Muss ihn nämlich zweimal töten. Der hat nämlich noch eine zweite Form. Puh, was ziemlich asozial ist, wenn man sich das mal so überlegt. Was zum Teufel soll ich upgraden? Der Typ ist einfach zu stark. Halte das auf. Oh Leute, der Typ macht ja überhaupt... Scheiße. Komm schon, gebt ihm. Ah, was so, sie sind von da, ne? Aber... Der geht down. Den Hammer. Los, Denas, du beendest das Ganze. Genau, und nice, da geht er down. Noob-Wetzner, Noob. Haben wir ihn zerstört. So. We did it! Victory! Party time! Your Majesty Wetznan is no more! Defender of Linaria! Aha, yeah, you are the best! Genau, sehr schön. Werde ich noch gefeiert hier. Kommen wir erstmal für die Credits, die überspringen wir am besten. Genau. Und dann haben wir hier ein paar Sonderlevel freigeschaltet. Das hier, und 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 das und das. Also es gibt noch genug zu tun, auch wenn man jetzt Wetznan besiegt hat. Ja, aber wir graden hier erstmal ein bisschen ab wieder. Rain of Fire. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Einschalten, macht's gut, rein. Ciao, ciao.